Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 21. Mai 2020. Es ist Christi Himmelfahrt und Vatertag. Und ich möchte jetzt zuerst von Ganderhofstraße auf den Brent fahren. Wenn es geht, weiter zu der Martinskapelle. Aber das ist noch nicht sicher, weil dem Sturm Sabine, der doch einige Schäden im Wald angerichtet hat, und dann ist nicht sicher, ob die Straße frei ist. Wir sind jetzt hier am Kohlplatz und an der alten Poststraße, die vom Engel in Simonswald über das Kilbachtal, die Ladstadt und der Rabe nach Fortwangen führt. Auch hier sieht man, wie der Sturm Sabine gewütet hat. Überall liegt Holz zum Abtransport bereit. Auch hier sieht man einmal das abgelagerte Holz und wie der Sturm Sabine gewütet hat. Wir sind jetzt am Rabe, beim sogenannten Speckhisle. Hotel Goldener Rabe. Und da drüben ist der Skibärle, Ski- oder Rabenbärle. Wir sind jetzt bei der Skiwerkstatt Werle am Rabe. Hier geht es ins hübsche Tal. Hier geht es zum Brent, zur Ladstadt. Nochmal Gasthaus zum Goldenen Rabe. Hier sehen Sie nochmal einen Blick zur Ladstadt, zum Amps. Und hier geht die Straße zum Brent. Der Brent ist der Fortwanger Hausberg mit ca. 1150. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Brent am Grillplatz. Und der ist natürlich gut besucht heute am Vatertag.
Die Leute sind da schon fest am Grillen. Grillhütte mit Toilettenhäuschen. Jogger halten sich fit. Wir sind jetzt auf dem Brent. Links das Gasthaus zum Brennturm und rechts der Brennturm, der dem Schwarzwaldverein Verdrangen gehört. Früher war auf dem alten Brennturm, dem unteren Teil, im Zweiten Weltkrieg ein Beobachtungsposten für die feindlichen Flieger, und im Wald sind noch die alten Flakstellungen zu sehen. Die Bunker für die Mannschaft und die Unterkunft und die Munition wurden gesprengt nach dem Krieg. Die Brennhütte, die gehört der katholischen Jugend in Furtwangen, kann aber auch von anderen Gruppen ausgeliehen werden oder gemietet werden. Und nach links geht es. Direkt unterhalb der Günterfelse. Eine Wollsandverwitterung von Granitsteinen. Der Martinskapelle und Kolmenhof. Die Martinskapelle liegt auf einer Höhe von 1085 Meter über dem Meer, auf der Wasserscheide zwischen Rhein und Donau oder zwischen der Prägquelle und der Elsquelle. Die Fundamente der Martinskapelle reichen bis in das Jahr 600 zurück. Im Mittelteil ist diese heute noch erhaltene Inschrift und trägt die Jahreszahl 1672. Thank you.
auf dem Weg zum Rohrharzberg.